Hallo zusammen, hier ist wieder Hotela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Achievement, das wir uns nur als Koreaner spielen können. Und zwar finden wir diesen Erfolg, beziehungsweise es sind sogar teilweise zwei Erfolge. Einmal unter Erweiterungsfeatures, dann Paktzanken. Und wenn wir Koreaner sind, dann haben wir folgendes Achievement dort: Meister des Pfades. Und für dieses müssen wir folgendes machen: Besteht alle 10 Prüfungen der Demut ohne jegliches Amulett oder aktive Kohlenpfannen. Und da müssen wir dann insgesamt 10 Bosse besiegen. Und das Ganze können wir im Pfad des Aufstiegs erledigen. Das ist das Special-Gebäude der Koreaner. Zusätzlich werden wir hier in dem Video noch, weil sich stackt, Teile des Achievements Jünger der Demut absolvieren. Hierfür müssen wir alle 10 Prüfungen der Demut mit Pelagos, Kleya und Mechanikos abschließen. Hier in dem Video werden wir alle Kämpfe mit Pelagos abschließen, dementsprechend werden wir hier für 10 Kämpfe haben, und da wir diese Kämpfe alle ohne Hilfsmittel, also ohne Amulette und ohne Kohlenpfannen abschließen werden, dementsprechend auch dieses Achievement Meister des Pfades. So, jetzt mal von vorne, was brauchen wir alles, um das Achievement antreten zu können? Wir brauchen einen Koreaner-Char. Dieser muss auf Stufe 60 sein, dann müsst ihr ein Gebäude bauen, Pfad des Aufstiegs. Und dieses müsst ihr für die Demutkämpfe, das sind nämlich die schwierigsten Kämpfe, müsst ihr das auf 5 haben, nämlich erst dann könnt ihr dementsprechend die schwierigsten Kämpfe, also diese Demutkämpfe, freischalten. Vorher solltet ihr aber natürlich die Questreihe schon gespielt haben, heißt, wenn ihr dieses Gebäude baut, habt ihr so eine kleine Questreihe, dann schaltet ihr nach und nach die ganzen Bosse frei, bis ihr alle 10 Bosse in der Arena habt, dann müsst ihr die höheren Schwierigkeitsstufen quasi abschließen, diesen aber alle relativ einfach, und dann, wenn ihr bei der Demut-Stufe angelangt seid, könnt ihr die Kämpfe machen, die ich euch jetzt zeigen werde, beziehungsweise die wir uns ein bisschen angucken. Übrigens, für die Arena braucht ihr jedes Mal, wenn ihr einen Kampf starten wollt, ein Medaillon des Dienstes, um quasi in die Arena reinzukommen, und dann bei jedem weiteren Fight braucht ihr wieder eins. Heißt, wenn ihr diese Achievement angehen wollt, solltet ihr euch vorher ein paar von den Medaillen zusammensammeln. Ich habe mehrere hundert gehabt und die gehen tatsächlich auch ganz gut raus. Diese Medaillons bekommt ihr von Rares, von Kisten hier in der Bastion. Es gibt auch von den Missionen quasi immer mal wieder Missionen, wo die mit dabei sind. Ich muss mal gucken. Hier seht ihr, da sind zum Beispiel gerade 4 Stück mit dabei. Also die kriegt man eigentlich relativ gut. So, wir haben jetzt quasi hier alles freigeschalten, ne? Haben die Questreihe gespielt, haben uns auch dementsprechend die ganzen Bosse hier bis auf Demut freigespielt. Solltet ihr das noch nicht gemacht haben und bei den niedrigeren Schwierigkeitsgraden Probleme haben, im Endeffekt könnt ihr euch dann die Bosskämpfe, die ich euch jetzt zeige, auch angucken. Die niedrigeren Schwierigkeitsgrade sind halt einfach leichter als das, was ich euch jetzt zeige. Das, was ich euch zeige, ist halt die schwierigste Schwierigkeitsstufe, die es im Endeffekt hier gibt. Zusätzlich müssen wir auch auf jegliche Hilfsmittel verzichten, also keine Amulette und keine Kohlenpfannen aktivieren. Wichtig ist, hier hinten, seht ihr, haben wir 2 Kohlenpfannen, und die müssen wir deaktivieren. Wenn ich jetzt hier nämlich in einen von den Mobs reingehen, wir werden jetzt alles mit Pelagos spielen, und diese Kohlenpfannen aktiv sind, dann kriegt es hier Buffs, dass wir mehr Schaden verursachen, mehr Gesundheit haben. Hier haben wir auch nochmal mehr Gesundheit, mehr Schaden. Also das macht schon einiges aus, ne? Die dürfen aber nicht aktiv sein, dementsprechend müssen wir die beide deaktivieren, und dementsprechend kann man dann bei dem NPC, wo man auch die Questreihe quasi hier vorantreibt für den Laden, so Art Amulette craften, die verschiedene Sachen verstärken, und zwar zum Beispiel, dass man ein bisschen Gesundheit reckt oder dass man Movement Speed mehr hat, dass man dementsprechend die Ressourcen die ganze Zeit passiv reckt. Also da gibt es 5 Amulette, soweit ich weiß. Ich habe jetzt gerade nur 3 im Inventar. Die darf man auch nicht benutzen, ne? Sonst zählt zumindest das nicht für das Achievement rein. Heißt, ihr müsst das Ganze im die schwierigste Schwierigkeitsgrad müsst ihr quasi spielen im Hardcore-Modus ohne Hilfen und ohne Support. Genau, was ihr aber benutzen dürft, sind die Ausrüstungsgegenstände, die wir hier haben. Da gibt es insgesamt 6 Stück. Die tut man sich auch während der Questreihe freischalten. Solltet ihr jetzt bei den Demut-Kämpfen angekommen sein, dann müsstet ihr die auch alle 6 Stück haben. So, soweit jetzt zu dem Vorgeplänkel. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt die Kämpfe an. Ich werde so machen, dass wir die chronologisch machen, falls ihr durchskippen wollt und nur noch ein paar Kämpfe macht. Ich habe die zwar nicht in der Reihenfolge besiegt, aber wir werden es hier einmal so runterbasteln und dann alle 10 mitnehmen. Ich werde euch am Anfang immer kurz
so ein paar Sachen zu den Bossen erklären und was ihr vielleicht auch für eine Waffenausrüstung nehmen sollt. Und dann lassen wir einfach die Aufnahme weiterlaufen und ihr hört dann auch mal ein Rumgefluche während den Kämpfen, weil die dann doch teilweise auch ein bisschen länger sind. Vielleicht noch den einen oder anderen Tipp vornherein. Ihr solltet für das Achievement meiner Meinung nach Meister des Pfades mit allen Kämpfen Pelagos nehmen. So habe ich tatsächlich auch erspielt, weil Pelagos der leichteste von den drei auswählbaren Helden ist und dementsprechend macht es am meisten Sinn, den zu nehmen. Wichtig vielleicht als kleine Information, man kann ja hier diese Erinnerungen rufen und hier ist es so, ich kann euch das mal zeigen, was vielleicht viele nicht so ganz wissen. Wenn man sich diese Erinnerungen ruft, dann hat man drei zur Auswahl. Man hat hier einmal ein Schild, einmal ist Movement Speed hier links, das nehme ich so gut wie nie. Und in der Mitte ist quasi, dass man schneller castet, beziehungsweise halt dann die ganze Zeit seine Damage-Zauber raushauen kann. Heißt im Endeffekt, wir haben rechts Death Support, ein Immunschild, links quasi Speed-Schild, Speed und quasi in der Mitte haben wir... Ja, mehr Schaden, würde ich jetzt mal sagen. Alle diese Effekte halten relativ lang. Und ihr seht, wenn ich jetzt hier das hole, dann ist das Immunschild raus. Ich bin gegen alles immun für eine Minute lang. Wenn ich einen direkten Hit fresse, dann geht das runter auf ein paar Sekunden. Dann sind es, glaube ich, noch irgendwie so 10 Sekunden rum, so Pi mal Daumen, wenn ich einen direkten Hit fresse. Ja? Ich kann es aber so machen, dass ich mir das Schild hole, den Boss die ganze Zeit kite, festroute, irgendwelche Mechaniken von dem Boss quasi abwarte und dementsprechend immer dieses hier ablasse. Und es gibt einige Bosse, die haben dann E-Effekte, haben dann irgendwelche Voice-Flächen auf dem Boden. Solange ich quasi das Schild noch nicht geprockt habe, dass es nur noch kurz hält, kann ich über alles drüber laufen und das prockt es auch nicht. Nur direkte Angriffe von Bossen lösen es aus. Und das ist teilweise hier auch ein Schlüssel, warum Pelagos so stark ist. Selbst im Enrage und ja, in der Demo-Stufe ist es so, dass die Bosse einen relativ kurzen Timer haben und ich die meisten Bosse tatsächlich im Enrage besiegt habe, indem ich einfach die ganze Zeit, die nur gekitet habe, aufs Immunschild gespielt habe und dementsprechend die Bosse langsam runtergezerrt habe. Ist keine schöne Taktik, aber sie funktioniert halt. Ja? Und das will ich euch jetzt dann mal zeigen. Manche andere Kämpfe habe ich auch ein bisschen anders gespielt. Gut, ich würde sagen, wir schauen mal rein. Dann schauen wir uns den ersten Boss an und zwar können wir hier dann den ersten auswählen. Hier Kalisthene heißt die, hier auf der Demutstufe und bei der solltet ihr folgende Waffe wählen. Wir brauchen einmal Fußpolster des Herolds, um ja solche Roots zu brechen. Werdet ihr gleich sehen, warum wir das brauchen. So, dann schauen wir mal in den Kampf rein. Am Anfang route ich sie hier einmal fest und dann schaue ich, dass ich relativ schnell meine drei Typen rufe. Hier nehme ich den mittleren mit. Das ist nämlich der Plus-Tempo-Buff, dann können wir ein bisschen mehr drauf damagen. Im Normalfall sollte man immer den rechten mitnehmen, also sprich der mit dem Absorbschild, dann kriegt man einfach ein bisschen weniger Schaden. Die Problematik ist aber, wir haben ja hier in der Demo-Schwierigkeit den Enrage-Timer oben und dementsprechend müssen wir auch ein bisschen gucken, dass wir möglichst Damage auf den Boss pumpen, denn im Enrage haben wir zwei Probleme. Einmal machen die Bosse 500% mehr Schaden, also die klopfen einen relativ schnell weg und man kann sie nicht mehr slowen oder CC'en, also man kann da nichts mehr draufhauen, die sind gegen alles immun, die rödeln einfach einen weg. Man kann zwar mit dem Immunschild noch ein bisschen gegen DPSen, aber die Geschichte, dass man sie weghält, ist dann halt ein bisschen schwierig. So, gerade habt ihr die Hauptfähigkeit gesehen, warum wir auch die Schuhe mitgenommen haben und zwar placed der Boss hier immer so komische Speere auf dem Boden und die ziehen einen ständig ran. Wenn man drei Speere abbekommen hat, kann man gar nicht mehr sich bewegen. Bei einem Speer bzw. bei zwei Speeren wird man einfach nur ein bisschen geslowt. Das ist nicht wirklich sonderlich wild. Man sollte die ein bisschen auseinander placen, also sprich den ersten Speer abkriegen und dann ein bisschen weglaufen von dem Speer, dass man quasi das so hinkriegt, dass die Speere eine gewisse Distanz voneinander haben. Dann kann man sich nämlich zwischen zwei Speere stellen, wird von beiden gleichzeitig gezogen und muss eigentlich nicht gegenmoven, weil solange man gegenmoved, hat man halt einfach die Problematik, dass man nicht so viel Schaden machen kann. Hier habe ich jetzt auch mal versucht, mit der Säule das ein bisschen zu cheesen, das hat aber nicht so ganz funktioniert. Hier stehe ich jetzt gerade zwischendrin, wie ihr seht, und da kann ich dann einfach ganz bequem stehen bleiben. Das eine zieht mir nach rechts, das andere nach links und gut ist. Und sobald dann der dritte Speer kommt, dann müssen wir schauen, dass wir die Special-Fähigkeit ziehen, weil jetzt können wir uns gar nicht mehr bewegen und in der quasi Zwischenphase geht der Boss immer nach oben und haut quasi diese Pule auf den Boden.
Und da solltet ihr rausgehen. Die machen relativ viel Schaden. Oder was ihr auch machen könnt, ist, dass ihr dementsprechend eure drei Typen wieder ranruft und dann das Absorbschild nimmt, denn das sind alles Flächenschadensangriffe und die procken dieses Schild nicht. Also wenn ihr wenn ihr die drei Typen ruft und das Schild holt, dann wird es ja nur durch direkte Angriffe vom Boss getriggert. Und wenn ihr quasi nur Flächenangriffe kriegt, dann hält das eine Minute tatsächlich, wo ihr komplett immun seid. Und dann könnt ihr eigentlich diese komplette Phase ganz easy stehen bleiben und auf den Boss durchcasten, ohne moven zu müssen. Ne? Muss man sich halt immer ein bisschen überlegen, okay, wie weit ist der Enrage-Timer noch entfernt und wie defensiv muss ich spielen. So, bei mir ist jetzt hier der Boss im Enrage und ihr seht schon, ich musste einmal den Charge quasi benutzen, um vom Boss wegzukommen. Ich hatte nämlich noch eine kurze Abklingzeit auf quasi mein Immunschild und dementsprechend nur mit dem Immunschild überlebe ich jetzt hier den Kampf noch, ne? Weil wenn sie mich einmal hittet, dann haut sie mich halt so schnell runter, dass dann halt ziemlich schnell Feierabend ist. Und jetzt schaue ich halt, dass ich einfach die ganze Runde weglaufe und erst wieder drauf DPS, wenn ich quasi das Immunschild habe. Sie ist zwar nicht mehr slowbar bzw. rootbar, aber sie castet halt verschiedene Sachen und wenn man weit genug wegläuft, kann man quasi auch nach dem Enrage, wie ihr es hier bei mir seht, doch noch ein bisschen Zeit rausschinden. Ne? Hier jetzt, ihr seht, ich habe das Immunschild oben drauf, das hält eine Minute. Erst wenn sie mich hittet, wird es quasi wieder geprockt, wo es dann noch 9 Sekunden hält. Wenn ich jetzt hier den Root drauf haue, seht ihr, bringt überhaupt nichts, die ist immun dagegen. Jetzt habe ich noch ein paar Sekunden, wo ich sie runterhitten muss. Ich kann aber schon wieder das Immunschild ziehen, weil ich lang genug mit dem anderen quasi ausgehalten habe und wir können quasi hier wieder ein bisschen Zeit für uns nutzen und den Boss runterhauen. Und bei mir war es wirklich scheiße knapp tatsächlich. So, jetzt ist mein Immunschild ausgelaufen, ich charge schon mal weg, der letzte Schaden blockt und sie geht down. Das war kein schön runtergespielter Kampf, aber ihr seht, diese Taktik mit Immunschild im Enrage aufrechtzuerhalten, klappt bei einigen Bossen zumindest. Gut, damit haben wir den ersten schon mal besiegt. So, dann kommen wir zum zweiten Kampf. Und zwar wählen wir jetzt den nächsten Boss aus. Hier Echtra, das ist diese Spinne und hier auch wieder auf Demut. Und dann nehmen wir hier einmal die Fiole des Gleichmuts. Und jetzt werden wir so ein bisschen eine Cheese-Taktik spielen. Der Boss ist nämlich ein bisschen ätzend. Ich muss nämlich einmal schauen, dass ich den Boss ein bisschen hier nach hinten pull. Und zwar werden wir hier oben drauf uns hinstellen. Ihr seht, auf diesen Blumenkübel. Und da versuchen wir den Boss jetzt einmal hinzupullen. Deswegen nehmen wir unseren Root, den können wir nämlich irgendwo hinplacen. Und jetzt bleiben wir einfach hier oben stehen und warten, bis der Boss rankommt. Das ist ein bisschen eine langwierige Angelegenheit. Die Problematik bei dem Boss ist es, dass die, ich vermute mal, sie ist weiblich, so kleine Spinnlinge ruft. Und diese Spinnlinge, wenn die uns erreichen, geben die uns einen Debuff. Und der stackt sich ziemlich schnell hoch und wenn uns ein paar von den Spinnlingen erwischen, dann sind wir eigentlich relativ schnell tot. Hier in der Demutstufe ist eigentlich das Problem, dass wir die ganze Zeit rennen müssten von der Spinne und diese Spinnlinge kiten und dann versuchen, die zu töten. Das Problem ist, das geht uns mit dem Enrage einfach nicht auf. Vom Schaden her müsste ich die ganze Zeit eigentlich den Boss DPSen und sie grützt halt auch noch alles vor. Ich habe es ein paar Mal probiert, vielleicht kann man sie auch irgendwie so besiegen. Ich habe es ehrlich gesagt so nicht hingekriegt und spiele einfach diese Cheese-Taktik. Heißt, ich stelle mich hier auf den Blumentopf rauf und guck halt, dass ich den Boss da ein bisschen erehe. Ich habe jetzt mal versucht, das auch noch ein bisschen zu beschleunigen, indem ich einfach nochmal kurz vom Blumentopf runtergelaufen bin. Das ist ein bisschen risky, dann kommt sie nämlich hier vorne raus und ich kann sie mit den normalen Fähigkeiten quasi auch belegen. Wichtige kleine Information, am besten schaut ihr, dass ihr die Heilung auf Uptime benutzt, also die Sonderfähigkeit, die ihr benutzt, mitgenommen habt, dann könnt ihr euch ein bisschen hochheilen, beziehungsweise schaut, dass ihr auch diese drei Typen immer ruft, ihr kriegt da relativ oft das Schild, die spawnen dann nämlich alle drei in euch drin und meistens kriegt ihr das Schild, das hilft auch, denn ab und an spawnen die Spinnlinge dann auch hier oben und dementsprechend habt ihr dann das ein oder andere Problem. Ihr seht gleich, der Boss geht auch in den Enrage, das ist aber nicht das Problem, weil die meisten Fähigkeiten sind da so ein bisschen halb verbuggt und ihr kriegt nicht diesen vollen Schaden. Ja, mehr ist es nicht. Jetzt müssen wir es einfach runterspielen. Ich würde sagen, für den Guide soll es das an der Stelle gewesen sein. Ich lasse euch mal den Kampf so normal weiterlaufen. Jetzt haben wir das Schild wieder. Okay. Ich glaube, das hätten wir so nicht machen sollen. Ja, jetzt spawnen die Kriecher auf mir, ne? Ja. Das sieht nicht gut aus. Ja, das merke ich gerade selber, dass das nicht gut aussieht. Bleib stark. Es ist fast
Wird sie mich halt killen, jetzt läuft nämlich mein Schild aus. Das sieht nicht gut aus. Okay, ich hab nochmal ein Schild gekriegt, Leute. Okay, ich hab's geschafft. Also, ich habe jetzt nicht mal die hundertprozentige Bug-Methode, also ich habe sogar normal gekämpft jetzt am Schluss, ne? Aber weil ich wollte jetzt nicht warten, bis diese 5 Jahre da hinten ran, aber ich denke mal, wenn man einfach auf Nummer sicher gehen lässt, dann lässt man sie hinten ranpacken, dann macht sie gar nichts und killt sie halt mit den RE-Fähigkeiten. Aber ich habe es jetzt halt anders gemacht, weil ich keinen Bock hatte, da so lange zu warten. Okay, das hat auch gezählt, ne? Dann kommen wir zum dritten Boss und zwar haben wir hier gleich 2 Gegner. Aldrin und Munir heißen die. Und dann nehmen wir natürlich auch wieder die Demutstufe und auch eben wie bei der Spinne können wir die Fiole des Gleichmuts hier benutzen, also sprich unsere Heilung. So, dann schauen wir mal in den Kampf rein. Im Endeffekt ist es relativ einfach. Wir haben 2 Bosse. Einer hüpft immer so ein bisschen weg und macht Range-Attacks und der andere ist bei uns quasi in Melee-Range. Hier sind relativ viele RE-Effekte. Man kann es auf 2 Wege spielen. Wenn dann, man nimmt so, wie ich das gemacht habe, hier das Schild die ganze Zeit und versucht halt in einem stehen zu bleiben und durchzuziehen. Die andere Möglichkeit ist, dass man das Speed-Ding nimmt, also Tempo, und dann versucht die Bosse relativ schnell runterzuhauen. Man hat hier so ein bisschen das Problem, dass der Enrage-Timer wieder relativ eng gesteckt ist und wenn die in Enrage gehen, dann hauen die einen relativ schnell weg. Also man muss halt schauen, dass man möglichst drauf DPS. Ich habe den Kampf hier beim ersten Mal tatsächlich direkt geschafft, wo ich nicht mehr so ganz wusste, was die machen. Im Endeffekt ist es so, dass der Caster-Typ sich immer rumportet, hin und her portet, wie ihr seht, und diese Pfeile castet. Wenn man sich von denen erwischen lässt, ist das nicht sonderlich schlimm. Die machen jetzt nicht Riesenschaden. Wenn man sich halt die ganze Zeit erwischen lässt, ist es halt eher suboptimal. Der andere Typ, der Melee-Typ, der castet immer diese Wirbel, die drehen sich und die machen auch ganz gut Schaden. Da sollte man nicht unbedingt drinstehen, das macht schon ganz gut Damage. Und zusätzlich hat man auch noch so ein Zeug, was man eigentlich soaken sollte. Ich habe das eigentlich jedes Mal ignoriert, das hat nicht sonderlich viel Schaden gemacht. Ich habe dafür immer mein Absorbschild gezogen und gut war es. Ne? Also da ist so eine kleine Zone, da sollte man sich eigentlich reinstellen. Kann man eigentlich ignorieren, weil da müsste man noch mehr rumlaufen und muss hier eh schon zu viel rumhüpfen und dann kriegt man den Schaden nicht mehr vernünftig auf den Boss drauf. Ich würde euch empfehlen, vielleicht ein bisschen offensiver zu spielen, als ich das gemacht habe, sprich bis in den Enrage gehen, immer nicht das Death-Schild zu nehmen, sondern das Offensive und erst im Enrage dann wieder die Taktik zu fahren, voll auf den defensiven Teil zu gehen. Mehr ist es hier eigentlich nicht, das ist einer der leichtesten Kämpfe tatsächlich. Ich entlasse euch dann da mal wieder aufs normale Voice von mir. Achso, ja stimmt, ich kann ihn nicht mehr CC'en, da war ja was. So, jetzt ist meine Immunisierung gleich weg, dann bin ich im Sack. Muss es einfach laufen. Okay, jetzt muss ich ihn töten, sonst bin ich im Sack. Easy. Easy, ich sag's euch, Leute. Easy. Der Fight war wesentlich besser zu machen. Im Endeffekt, mit Pelagos ist es halt einfach. Du spielst den Fight ganz normal runter, bist im Enrage hin und dann läufst du nur noch weg und machst nur noch quasi was, solange du deine Immunisierung hast. Mehr ist es halt eigentlich nicht. Aber bei den ganzen Effekten ist das schon nicht so easy, okay. Dann kommen wir zum vierten Fight. Und zwar kämpfen wir jetzt wieder gegen einen Mob, der schimpft sich Numinuru. Und den wählen wir einmal aus, hier natürlich auch wieder auf der Demut-Stufe. Und dann bleiben wir wieder einfach bei der Fiole des Gleichmuts. Der ist meiner Meinung nach einer der allereinfachsten Boss überhaupt. Wir greifen ihn einfach an und jetzt seht ihr, spawnen da so einen Haufen Feen. Und bei diesen Feen ist es so, dass der Boss Damage kriegt, indem wir diese Feen damagen bzw. töten. Und jetzt ist es am besten, dass ihr nicht wirklich Damage auf den Boss macht, sondern diese Feen weghaut, denn der Boss greift euch nicht an, sondern diese Feen tun das. Ja? Und ihr könnt auch relativ gut Schaden über die Feen machen. Am besten schaut ihr, dass ihr eure E-Fähigkeiten immer auf einen großen Pulk von Feen draufhaut. Hier in der Mitte sind ziemlich viele, da am besten draufhauen. So, jetzt habe ich hier so eine Fee da, die so eine Explo macht. Und wenn das durchgecastet ist, geht die Fee hoch und wir kriegen einen Haufen Schaden. Es gibt 2 Möglichkeiten, mit diesen Explo-Feen zu dealen. Möglichkeit Nummer 1,
wir damagen die runter. Das ist eine gute Möglichkeit. Möglichkeit Nummer zwei ist, wenn es wie bei mir eben knapp war, weil ich mein Ulti in die Mitte gehauen habe, einfach das Immunschild vorher ziehen, reinlaufen, die Fee explodiert und ist quasi egal für euch, ne? Weil das Immunschild seid ihr gegen alles immun. So, da haben wir nochmal so eine Explo-Fee. Ich habe mich jetzt hier mal dazu entschieden, quasi die Explo-Fee einfach immer explodieren zu lassen, hau da einfach gar keinen Schaden drauf und DPS einfach die anderen, dann ziehe ich immer mein Immunschild. Man kann genauso gut so spielen, dass man quasi diese Feen immer tötet und dafür das Explo-Schild, dafür quasi nicht das Schild für die Explo zieht und dann kann man quasi den Tempo-Buff nehmen, ne? Also den mittleren und kann dann hier ein bisschen mehr damagen. Aber eigentlich ist es relativ egal, wie gesagt, das ist hier der allerleichteste Kampf von allen. Und dementsprechend habe ich hier sogar nicht mal Probleme mit dem Enrage gehabt. Man kann auch einen Boss direkt DPSen, wie ihr seht, einfach in der Mitte drauf und vorm Enrage gekillt, ohne dass ich wirklich Stress hatte. Also das ist mit Abstand der leichteste Demut-Kampf und da solltet ihr auch gar keine Probleme haben. Dann kommen wir jetzt zum fünften Fight. Und zwar wählen wir den nächsten Boss aus. Hier haben wir Carven Corinth. Das ist einer der heftigsten Kämpfe quasi. Den wählen wir einmal aus, Carven Corinth. Und dann benutzen wir für ihn mal den Ring des Schutzes. Das ist so eine Blase, die um uns rum ist. Da können Gegner nicht reinlaufen. Und die ist bei dem Kampf tatsächlich sehr, sehr wichtig. Als allererstes laufen wir ein bisschen ran und stellen am Anfang sofort unsere Blase. Und dann casten wir ganz normal auf den Boss. Und ihr seht schon, was damit passiert. Der wird immer quasi genockbackt. Und hier ist es dann wichtig, dass wir einmal unser Immunschild hier nehmen. Und eigentlich sollten wir das nicht geprockt bekommen haben. Bei mir lief es jetzt ein bisschen beschissen. Ihr seht, das Immunschild ist geprockt, ne? Also ich habe es dann nur noch 9 Sekunden drauf. Sollte eigentlich nicht so laufen, aber okay, Fehler passieren. Eigentlich sollte ich jetzt das Immunschild noch haben. Und nicht so wild. Wir nehmen trotzdem hier den Damage-Buff als zweites und damagen voll auf den Boss drauf. Jetzt geht er weg und jetzt hauen wir quasi unseren Ulti hier hinten rein. Er portet sich immer auf die gegenüberliegende Säule und da schafft er so eine Mana-Orb und die saugt er aus und reckt sich Leben wieder. Wir müssen dementsprechend schauen, dass wir da unseren Ulti draufhauen, dass wir sowohl ihn damagen als auch diese Orb töten, sonst heilt er sich wieder komplett voll. Danach will er uns quasi wieder angreifen. Hier können wir wieder das Damage-Ding nehmen und uns diese Barrier stellen, dass er nicht an uns rankommt. Und jetzt DPSen wir einfach den Boss runter, wie nochmal was. Kurz bevor er hier die Zwischenphase wieder macht, nehmen wir das Immunschild. Da müssen wir nämlich nicht moven. Sonst müssten wir hin und her moven. Und manchmal, wenn es hier so steht, wie es bei mir war, dass quasi alles vollgeschüttet ist, dann sterbt ihr einfach, ne? Also das Immunschild solltet ihr für die Phase immer haben. Dann habt ihr es wesentlich einfacher. So, jetzt sind wir im Enrage. Ich habe mein Immunschild noch ein paar Sekunden ab. Und jetzt ist es wichtig, dass wir voll drauf DPSen, beziehungsweise hier nochmal unser Immunschild ziehen. Der Boss hat sich weggepottet, diesmal brauchen wir nicht nachlaufen, weil diese Anima-Orb eh fast tot ist. Und jetzt haben wir noch ein paar Sekunden, ihn quasi zu töten, bevor er uns tötet. Wenn der Typ in Enrage geht und wir das Schild nicht haben, sind wir in 1 bis 2 Sekunden down. Also das ist ganz wichtig, dass wir vorher genug Schaden bringen und dass wir diese Anima-Orb töten mit dem Ulti, sonst natzt die uns einfach, ne? Also das ist hier unerlässlich, dass ihr das richtig spielt. Das am Anfang, was ich gefailt habe, ist nicht so wild, aber umso länger ihr das Immunschild gegen ihn aufrechterhalten könnt, umso besser ist es tatsächlich. Dann kommen wir zum sechsten Boss und zwar wählen wir den hier einmal aus. Splitterborg Albtraum schimpft sich der, auch wieder auf der Demutstufe. Und jetzt wählen wir mal nochmal die Fußpolster des Herolds aus. Dann starten wir in den Kampf rein. Ihr seht, am Anfang DPS ich ein bisschen drauf, ziehen Boss hinter, nimm mein Immunschild mit und dann wird er einfach nur ein bisschen gekitet bzw. drauf gedpst, wenn es halt geht. Ich will halt, dass er so möglichst spät mein Immunschild breakt. Jetzt hat er das gebreakt, jetzt kann ich einfach weiter drauf DPSen. Hier castet er gerade sein Vierzeug, da sollte man einfach nicht bei ihm stehen. Das ist relativ easy rauszulaufen. Und ganz wichtig ist es, alle paar Sekunden ruft er hier so Einschläge. Diese weißen Einschläge, ne, also die weißen Ringe am Boden, da sollte man nicht reinlaufen, denn die stunnen einen. Und das ist ganz bescheiden erstmal, weil ihr dann halt nichts machen könnt. Und er damagt euch einfach runter. Und ihr könnt dabei auch diese Grünen nicht einsammeln. Und die grünen Kreise, wie ihr seht, wenn wir danach reinlaufen, bekommen wir nämlich einen Buff. Und jeder Stack von diesem Buff verringert unseren erlittenen Schaden um insgesamt 10%. Das können wir bis auf 90% Schaden hochstecken. Wenn wir das die ganze Zeit einsammeln, dann schaffen wir es eigentlich, diesen Buff aufrechtzuerhalten. Der Boss castet hier
seine Ulti-Fähigkeit, ihr seht es auch, der hat diesen Wutbuff drauf und haut dann während dieser Fähigkeit Schläge raus. Ich glaube, es sind so 6, 7, 8 Schläge, die macht er. Also er ist so lange in dieser Wutphase, bis er diese Schläge gemacht hat. Und am besten tankt ihr diese Wutschläge, wenn dann mit eurem Immunisierungsschild. Oder ihr tankt diese Wutschläge, wenn ihr den grünen Buff auf insgesamt 9 gestackt habt, also 90% weniger Schaden kriegt. Dann könnt ihr das relativ easy überleben. Ja? Mit Pelagos ist es halt angenehm, dass ihr beides machen könnt, also sowohl die Mechanik hier spielen mit diesen Kreisen, als auch mit dem Absorb-Schild das Ganze zu spielen. Ich habe hier relativ defensiv gespielt, man kann es sicher auch relativ viel also um einiges offensiver spielen, indem man mehr auf die grünen Kreise setzt und weniger quasi dann auf die Immunisierung das Ganze macht. Ich wusste am Anfang nicht so ganz, wie stark quasi diese Debuffs sind. Ne? Deswegen dachte ich mir, okay, ich muss immer hier auf jeden Fall mein Immunschild ziehen. Ist nicht der Fall. Wenn ihr 90% weniger Schaden bekommt, könnt ihr auch einfach den Boss mit offensiven Fähigkeiten runterhauen und dementsprechend auch den mittleren Typen mitnehmen und dementsprechend damit dann schneller den Boss runternatzen. Im Enrage solltet ihr tatsächlich schon das Immunschild haben, so wie bei den anderen Bossen. Ihn kann man dann auch nicht mehr vernünftig kiten, weil er halt dann relativ zügig unterwegs ist. Das ist aber noch eine andere Sache. Ich glaube, wenn man auf den offensiven Buff die ganze Zeit geht, wird man wahrscheinlich ihn durchgehend DPSen können und vor dem Enrage runterhauen. Ich habe jetzt hier am Ende die Schuhe genommen, wie ihr gesehen habt, dass ich nochmal vom Boss wegkomme und nochmal das Immunschild ziehen kann. Wie gesagt, man könnte hier wahrscheinlich auch mit der Fiole spielen, also mit der Heilungsfiole und den Boss einfach vorm Enrage umboxen, wenn man ein bisschen offensiver draufhaut und nicht so defensiv spielt wie ich. Hat aber jetzt hier in meinem Fall auch zum Erfolg geführt, meine defensive Spielweise. Gut, damit hätten wir den 6. Boss auch abgeschlossen. Dann kommen wir zum 7. Kampf. Und zwar schauen wir wieder rein. Wir haben hier Tran Tiok, heißt der. Den wählen wir aus wieder auf Demut. Und hier ist es am besten eigentlich, dass ihr den Dreizack nehmt. Der macht nämlich ein bisschen Schaden und unterbricht das Zauberwirken. Macht bei dem Boss tatsächlich am meisten Sinn. Zunächst sollte man wissen, dass der Boss ein Immunschild drauf hat. Und während er das Immunschild drauf hat, bekommt er keinerlei Schaden. Dieses Schild können wir runternehmen, indem wir eine von diesen Urnen zerstören. Und wenn wir so eine Urne zerstören, dann bekommt der Boss einen Debuff. Ich glaube, 20, 30 Sekunden kriegt er dann Schaden. Ja? Also kann man ihn DPSen. Heißt, der ganze Kampf läuft so ab. Wir haben 4 Urnen, wir töten die erste Urne, DPSen den Boss. Töten die zweite Urne, DPSen den Boss. Halt immer so lange, wie der Debuff drauf ist, dass er halt Schaden bekommt. Ne? Jetzt ist es aber so, dass diese Urnen nicht nur dem Boss einen Debuff geben, dass man ihm Schaden zufügen kann, sondern die geben ihm auch bestimmte Fähigkeiten. 2 Fähigkeiten davon sind relevant, und zwar die erste, wenn wir die Urne töten, die direkt am Start steht, dann castet er hier die finale Zerstörung, und wenn ihr die durchcastet und ihr nicht eure Immunisierung abhabt, seid ihr tot, die one-shottet euch. Ja? Selbst im Non-Enrage one-shottet die euch. Die Geschichte ist, man hat jetzt 2 Möglichkeiten, wenn dann. Man haut seine Immunisierung drauf oder man haut den Interrupt-Speer drauf, den wir ja mitgenommen haben, dann können wir das interrupten. Ich habe es so gemacht, dass ich erst die mittlere Urne getötet habe und dann im, ist das der Uhrzeigersinn, Gegen-Uhrzeigersinn, auf jeden Fall im Kreis rechts rumgelaufen bin. Heißt, ich habe erst die mit der finalen Zerstörung die Urne gemacht, dann die rechte, dann die hinten auf der anderen Seite und dann die linke Urne, wenn wir es jetzt quasi vom Eingang aus sehen. Man kann das auch in einer anderen Reihenfolge machen. Die letzte würde ich aber empfehlen, dass ihr die linke macht. Dazu kommen wir aber später gleich nochmal. Die anderen beiden Fähigkeiten von der rechten Urne beziehungsweise von der hinteren, die ich jetzt zerstöre, die weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau, was er da macht. Die sind aber relativ irrelevant. Also eigentlich ist nur die finale Zerstörung relevant und dann die Movement-Fläche, die wir mit der letzten Urne quasi holen, mit der linken. Weil da müssen wir dann ein bisschen schauen, um in Enrage noch ein bisschen weiterspielen zu können. Wichtiger kleiner Hinweis, ihr solltet hier immer auf Range den Boss kämpfen, sobald ihr in Melee-Range geht, Melee der euch und seine Melee-Angriffe sind so viel stärker als seine Cast-Angriffe, die ratzen euch ziemlich schnell weg. Also selbst wenn er nicht im Enrage ist, da müsst ihr aufpassen. So, jetzt castet er hier nochmal seine finale Zerstörung, die interrupten wir. Und jetzt seht ihr, jetzt läuft gleich der Debuff nochmal aus an ihm und jetzt muss ich die letzte
Urne quasi zerstören. Und ihr seht schon, der Enrage-Timer ist jetzt relativ nah angelangt, also sprich, ich habe jetzt noch 10 Sekunden. Und jetzt haben wir die letzte Urne aktiviert, ich nehme mein Immunschild. Und was macht er jetzt mit der letzten Urne, also mit der linken vom Start aus gesehen, ist es so, dass er hier diesen Movement-Part castet. Das haut relativ viel Schaden raus, wenn ihr euch von irgendwas erwischen lässt, aber wenn ihr das Immunschild zieht, dann kriegt er keinen Schaden drauf und das Immunschild blockt nur durch direkte Angriffe. Während er diesen Movement-Fähigkeit castet, ist es so, dass er euch ja keine direkten Angriffe zufügt, sondern nur diesen AE-Schaden und dementsprechend wird es euer Immunschild nicht geprockt. Ja? Und dann ist das Immunschild quasi eine Minute drauf. Es hat nur ein paar, ich glaube 30 Sekunden, 20 Sekunden Abklingzeit und dann könnt ihr es einfach nochmal ziehen. Er ist jetzt im Enrage und ich habe jetzt einfach nochmal das Immunschild einfach ziehen können. Und ziehe jetzt auf ihm durch, jetzt ist mein Immunschild weg und er castet nochmal die Todesblüte. Also das ist nochmal das Movement-Effekt-Zeug, ich habe mein Immunschild wieder und ich kann einfach hier auf dem Enrage draufhauen, weil ist ja eh Schaden und juckt mich quasi nicht. Also deswegen diese eine als letztes ziehen, die anderen drei von der Kombi sind egal. Mit den anderen, mit den anderen Mobs ist es nicht egal. Da muss man, also mit Mechanikos und Claya, da ist der Boss relativ hart, mit Pelikos ist er relativ einfach, wie ihr gesehen habt. Dann kommen wir zum achten Boss und zwar zu einem der schwierigeren, würde ich mal behaupten. Wir wählen wieder einmal Pelikos aus und dann haben wir hier den manischen Mortimer und den nehmen wir auch wieder in Demutstufe. Ich habe hier den mit den Schuhen gespielt, also Fußpolster des Herolds, da gehen aber auch tatsächlich andere Sachen. Dann würde ich sagen, schauen wir in den Kampf mal rein. Und zwar seht ihr hier so am Anfang drei verschiedene Mobs. Wir haben einen roten, einen blauen und einen grünen Gegner. Die scheren später dann auch quasi einen Live-Pool. Also ihr müsst ja im Endeffekt nur einen großen Gegner besiegen, der aus drei Mobs besteht. Hier ist es aber so, dass die am Anfang nicht alle drei aktiv sind. Der erste ist der rote Mob, der ist die ganze Zeit aktiv. Und dann als zweites der grüne, so bei 70%. Und der letzte ist der blaue, der kommt dann auch noch dazu, ich glaube unter 50% irgendwas, kommt der mit in den Kampf rein. Wichtig ist jetzt zu wissen, was das hier für Fähigkeiten sind. Wir haben beim roten Mob zwei Fähigkeiten. Einmal diesen langen roten Cast, den er wirkt, macht ein bisschen Schaden und gibt uns einen Debuff. Der Debuff ist aber tatsächlich positiv für uns, weil er AE-Schaden um uns rum wirkt, wenn er auf 10 stackt. Den kann man hochstacken lassen oder LOSen, je nachdem. Ich ziehe jetzt aber den roten und den grünen Mob, wie ihr seht, an die Säule ran, denn die zweite Fähigkeit von dem roten Mob ist so, dass sie so kleine Blobs spawnen und die kleinen Blobs, die greifen euch einfach an, die könnt ihr dann weg-AEen. Wenn der an der Säule steht, dann verpackt manchmal einer von diesen Blobs in der Säule drin. So, wir wollen jetzt gucken, dass wir den roten Blob möglichst weit runterhauen, dass der grüne spawnt, dann ihn an die Säule ziehen, einen kleinen Blob spawnt quasi in der Säule, ziehen ihn dann von der Säule weg und dann fängt er an zu verbuggen, wie es jetzt hier bei mir passiert ist. Und dementsprechend haben wir dann nur noch den grünen Gegner. Der grüne Gegner, der greift euch nicht direkt an, sondern der chargt einfach nur immer hin und her. Und da solltet ihr eigentlich aufpassen, dass ihr quasi nicht in den Charge-Weg reinläuft. Also der sieht euch immer an und castet dann quasi seinen Charge, also da, wo ihr vorher standet. Das ist relativ lang, der Cast, dementsprechend kann man da easy ausweichen. Kleiner Tipp. Wir haben hier noch so grüne Flächen, das ist AE-Schaden. Wenn ihr es vernünftig macht und euer Schild hier holt, könnt ihr eigentlich über diese Flächen immer drüber laufen, weil sie brocken euer Schild ja nicht, weil es AE-Schaden ist. Ja? Dementsprechend könnt ihr hier mit dieser Cheese-Taktik eigentlich die ganze Zeit durchgehend den Boss runterhauen, ohne wirklich Schaden zu kriegen. Weil man bei dem Boss doch das relativ schwierig hat. Ihr habt gesehen, ich wurde jetzt kurz desorientiert. Wir kriegen nämlich von dieser Grütze hier einen Debuff, so einen grünen, der hochstackt und bei 10 Stacks wird man desorientiert. Man kann das runternehmen, indem man in diese in andere Flächen reinläuft, und zwar in die Frostfläche, und zwar kurz bevor der Debuff quasi ausläuft, wird er eigentlich nochmal ausdecken, und wenn man dann in der Frostfläche steht, dann kriegt man quasi dieses Desorientieren nicht. Das mit dem Desorientieren kann nämlich ein bisschen eklig sein, wenn er euch nämlich genau dann charged, dann haut er euch aus dem Schild raus und das kann quasi euer Ende sein. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. So, ich spiele jetzt halt einfach die Taktik, dass ich den roten Mob da rein verpacke und dann einfach nur die ganze Zeit den grünen Typen spielt. Das ist tatsächlich die einfachste Taktik, ist es aber eine relativ langwierige Taktik. Wir haben im Laufe des Kampfes dann später nochmal die Problematik, dass
der blaue Mob auch mit rauskommt. Und im Enrage sind die nicht geslowt. Und ihr seht schon, wir sind schon lange im Enrage. Also vom Damage her muss man da auch einiges aufwarten. Vorm Enrage schafft man es eigentlich kaum. Also den Mob muss man quasi im Enrage spielen. Und wenn man den roten Mob da noch hat, dann ist es sehr, sehr nervig. Ich ziehe dann im späteren Verlauf sowohl den blauen als auch den grünen ein bisschen rum. Und ganz am Ende hitte ich aber bewusst den roten nochmal an. Es kann nämlich sein, dass es für das Achievement nicht zählt, wenn ihr quasi den roten nicht mit im Kampf habt und dementsprechend den am Ende nochmal anhitten, bevor der Kampf zu Ende ist. Und dann bekommt ihr dementsprechend auch das für das Achievement angerechnet. Ja, das waren alle Sachen, die ich euch jetzt hier eigentlich zeigen kann. Ich lasse jetzt einfach die Aufnahme so weiterlaufen, dann seht ihr, wie ich es runtergespielt habe. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns danach den nächsten Fight an. Das war gar nicht so schlecht. Ich versuche ihn jetzt immer noch relativ kurz chargen zu lassen. Immer durch den Durchlauf. Oh, mein Shit ist abgelaufen. Holy, das war jetzt nicht gut. Das hätte mich jetzt fast gerackt, ne? Oh boy, das ist jetzt gar nicht gut. Hätte mich gehittet, ne? Ich bin außer Reichweite. Würde er jetzt wohl hier irgendwo in die Wand chargen? Weiß nicht, ob das reicht. Ach, scheiße. Jetzt ist er zu dem anderen Mob hingecharged. Und macht Spirit. Oh, fuck. Ich muss näher ran. Bald mein Ding abgelaufen, das bin ich halt am Ende. Weiß halt nicht, was passiert, wenn ich in die Dings reinkomme. Diese Frostteile. Fuck, jetzt wurde ich gestern orientiert. Steht halt der eine in der Mitte. I don't know, ob das was ausmacht. Holy moly. Ich habe irgendein Achievement gekriegt. Achso, dass ich von allen betroffen war. Also ich habe alles gefailed. Und es hat diesmal gezählt. Holy moly. Es war jetzt aber gar nicht so schlecht am Ende, muss ich sagen, dass die Mobs noch mit reingekommen sind, weil der Frosttyp hat mir halt das komplette Feld geklärt, ne? Also das war jetzt gar nicht so schlecht. Dann kommen wir zum 9. Kampf. Und zwar wählen wir dann den nächsten wieder aus. Hier haben wir Athanos und hier wieder auf der Demutstufe. Und wir nehmen auch wieder hier den Dreizack.
Der Boss an sich ist eigentlich relativ simpel. Man muss nur ein bisschen seinen Attacken ausweichen und mehr ist es nicht. Am Anfang schaue ich wieder, dass ich ihn einmal festroute. Dann nehme ich hier den mittleren, also den mit extra Damage. Denn wir müssen halt schauen, dass wir ihn umhauen, bevor er uns weghauen. Ihr seht, hier macht er so einen Schwung. Da müsst ihr einfach vorne weglaufen. Dann macht er so eine AE-Shit. Da müsst ihr einfach auch weglaufen. Und als letztes hat er dann noch so einen Charge. Und das Schwierigste ist eigentlich so ein bisschen zu timen, wann ihr quasi eure Ulti-Fähigkeit ziehen könnt. Und ihr seht, ich nehme hier eigentlich fast immer den Damage-Typen, denn wenn ihr richtig ausweicht, macht der Typ eigentlich so gut wie keinen Schaden. Wenn ihr euch von irgendwas erwischen lässt, sieht es anders aus. Vor allem der Charge, der macht euch nicht nur Schaden, sondern nehmt euch mit und schmeißt euch dann auch von der Plattform. Also der Charge wirklich bis zum Ende, bis quasi zum Abgrund, packt euch dann und schmeißt euch runter. Also selbst wenn ihr das Immunschild habt, sterbt ihr da. Und ich spreche da leider aus Erfahrung, ja. Also da solltet ihr auf jeden Fall weggehen. Hier dieser, ja, dieser Schwung der Waffe, den ihr da macht, da ist es tatsächlich so, dass er euch auch knockbackt. Und wenn ihr direkt vor ihm steht, schmeißt er euch über die komplette Plattform weg. So, jetzt haben wir hier einmal seine Zwischenphase. Da hat er so ein Schild. Das kennt man so ein bisschen von den Quielen aus Thron des Donners. Da müsst ihr mal ein bisschen mitlaufen. Und ich habe es am Anfang nicht gecheckt, er dreht sich damit, ne? Heißt, ihr müsst euch immer wieder ein Stück weiter mitlaufen. Und blöderweise ist diese Hitbox des Schilds relativ groß. Also ihr müsst ziemlich gut in der Lücke drinstehen. Sonst habt ihr einfach die Problematik, dass ihr euren kompletten Schaden aufs Immunschild haut und dann kommt nichts durch. Und ihr braucht hier wirklich, also bei dem Kampf ist hier unerlässlich, dass ihr dementsprechend vollen Schaden draufkriegt. Deswegen, ihr seht, ich benutze so gut wie nie das Immunschild, sondern bin immer volle Kanne am Drauf-DPSen, weil sobald er in Enrage geht, ist er nicht mehr slowbar und dann haut er euch ziemlich schnell zu Brei. Also das ist dann nicht sonderlich gut. Ja? Deswegen hier diese Fähigkeit, manchmal fresse ich die auch, dass ich halt den Cast durchziehen kann. Wichtig ist jetzt, kurz vorm Enrage ziehen wir nochmal einmal das Immunschild. Jetzt geht er in Enrage und jetzt ist es so, dass wir die paar Sekunden quasi aushalten müssen, bis er hier nochmal seine Fähigkeit macht. In der haut er nicht zu, da hat er nur sein Schild. Und jetzt gilt es quasi in dieser Phase, ihn möglichst runterzuhauen. Und ihr seht, ich habe oben mein Immunschild vorher aktiviert und das läuft jetzt immer noch eine Minute. Ne? Dabei, während der Phase läuft mein normales, mein Cast ab, dass ich das Immunschild nochmal ziehen kann und ich kann quasi jetzt dann nochmal 10 Sekunden im Immunschild sein und das Immunschild aber nochmal casten, es noch auch einsammeln und bin quasi nochmal dann weitere 10 Sekunden immun, wenn ich nicht gerade, ich habe das Falsche eingesammelt, seht ihr gerade, also eigentlich war mein Plan anderer, aber es hat hier, Spoiler ahead, trotzdem geklappt, ihn zu töten, weil er fast tot war, ne? Aber eigentlich wollte ich nochmal ein Immunschild ziehen, habe mich anscheinend da ein bisschen vergaloppiert und habe es verkackt. Nebenbei haben wir noch ein anderes Achievement mitgenommen, was auch ganz nett ist, aber das könnt ihr natürlich auch in niedrigeren Schwierigkeitsstufen absolvieren. Dann kommen wir zum 10. und letzten Boss und zwar haben wir den hier ganz unten, Azarox schimpft sich der, den wählen wir auch auf der Demutstufe aus und dann haben wir hier einmal die Fähigkeit Ring des Schutzes, die nehmen wir hier mit, die brauchen wir definitiv nämlich. Und zwar ziehen wir die schon relativ am Anfang, wir laufen ein bisschen an den Boss ran, ziehen die extra Fähigkeit, gehen gut ein Stück nach hinten und dann greifen wir den Boss an. Ich drehe mich hier um, nehme das mittlere mit. Warum drehe ich mich um? Der Boss hat eine riesen Hitbox, der kann dir dreimal durch das Schild durchcasten, also man muss wirklich extrem weit von ihm weg sein. Und dann route ich nochmal, laufe ein bisschen weg und ihr seht, ich habe meinen Damage-Buff jetzt immer noch drauf hier oben und versuche einfach da maximal zu damagen, ohne dass er mich quasi hitten kann. So, jetzt nehme ich das Moonschild als zweites, weil er haut auch relativ gut rein. Versuche ihn zu routen, ohne dass er mich hitten kann. Das hat jetzt nicht geklappt, weil er, wie gesagt, eine riesen Hitbox hat. Dann spawnt er seine Ads. Ich mache hier meinen Ulti rein, dass die Ads auch gleich getötet werden. Und habe mich gerade einmal vom Cleave treffen lassen. War aber, glaube ich, noch im Moonschild, also hat das gepasst. Dann gucken wir, dass wir wieder ein bisschen wegkommen. Versuchen Damage drauf zu casten. Und ihr seht, er bastelt immer so komische Orbs auf dem Boden hin. Und diese Orbs, wenn man da rankommt, ziehen die einen rein und machen Schaden. Das machen die aber auch mit den Ads. Also man kann theoretisch die Ads mittels dieser Orbs töten. Es ist aber ein bisschen tricky. Ich habe mich jetzt eher dazu entschieden, dass ich mit Pelagost mit Immunschild quasi spiele und dann immer, wenn die Ads kommen, den Ulti draufhaue. Dann habe ich es einfach clean, die Ads sind tot. Bei den Orbs ist es so, die drehen sich, saugen das dann nur alle paar Sekunden ran und da hast du dann oftmals auch ein bisschen die Probleme. Zwischendrin ziehen wir immer mal wieder
unsere extra Fähigkeit, einfach diese Barrier, dass der Boss an uns nicht rankommt, denn er verursacht schon relativ viel Schaden. Und immer wenn ich das Immunschild drauf habe, die Ads drauf habe, kann ich schön stehen bleiben, kriege keinen Schaden und kann quasi mit der Ulti-Fähigkeit dann die ganzen kleinen Ads umhauen. Viel mehr ist es tatsächlich nicht. Irgendwann wird man so ein bisschen die Problematik kriegen, dass die ganze Plattform hier zugemüllt ist von diesen von diesen Orbs, die da immer ein bisschen Schaden raushauen. Also da wird es dann ein bisschen knapp. Und übrigens, im Enrage ist der Boss sehr, sehr ätzend. Er haut ja relativ viel Midi-Damage raus, ist halbwegs langsam. Im Enrage hat er diesen Slow natürlich nicht mehr. Man kann ihn auch nicht mehr routen. Und dementsprechend sollte man auf jeden Fall gucken, dass man den möglichst vorm Enrage umhaut. Hier ist es immer so ein bisschen hin und her zu gucken, dass man das Immunschild möglichst lang aufrechterhalten kann, dass der Boss einfach nicht an einen rankommt, deswegen immer mal wieder den Root benutzen, immer mal wieder die Barrier benutzen. Er castet ja ständig irgendwas, die Ads oder diese Orbs, und dementsprechend muss man halt schauen, dass man da sein Immunschild versucht, möglichst nicht geprockt zu bekommen. Ihr seht, es ist immer noch nicht geprockt. Jetzt stelle ich mich hier nebenbei hin, habe schon das nächste aktiviert, jetzt procken die Ads das und ich nehme gleich das nächste Immunschild quasi wieder auf, ne? Also besser wäre gewesen, wenn ich die Ads vorher noch getötet hätte, dann wäre das vielleicht nicht instant nochmal geprockt, was jetzt hier ein bisschen suboptimal war, aber gut, man kann in der Hitze des Kampfes leider nicht alles haben. So, jetzt ist hier gerade mein Immunschild nochmal ausgelaufen, ich muss es nochmal nehmen, 8 Sekunden sind es noch, bis der Enrage ausläuft, und jetzt wird es ein bisschen tricky. Jetzt stelle ich hier nochmal die Barrier auf und im Endeffekt das Einzige, was ich jetzt erreichen muss, dass ich quasi mein Immunschild erst dann procke, was jetzt gerade passiert ist, bis ich dann nochmal eins ziehen kann. Weil ihr seht, der Boss ist jetzt im Super Enrage und wird mich auf jeden Fall weglatzen. Immunschild läuft gerade aus und ich nehme das nächste mit und jetzt muss er sterben. Sobald mein Immunschild jetzt ausläuft, ist quasi finito. Und damit habe ich auch alle Bosse besiegt und dementsprechend gab es hier ein schickes Achievement. Wir haben jetzt 10 Bosse mit Pelygos besiegt, heißt für unser zweites Achievement, wo wir alle 30 Bosse machen müssen, also sprich 10 mit Pelygos und dann auch 10 mit Claire und 10 mit dem Mechanikos. Das werden wir uns in einem anderen Videoteil angucken, weil das Video hier ehrlich gesagt schon sehr, sehr lang ist. Heißt, wenn ihr für das zweite Achievement die ganzen anderen Fights mit Claire und Mechanikos noch sehen wollt, da werde ich nochmal ein extra Video zu basteln. Und da können wir dann aber auch Gott sei Dank sowohl die Feuer hinten benutzen, als auch die zusätzlichen Verstärkungs-Items, die wir uns craften können. Da sind es ja 5 Stück insgesamt zu Medaillons. Und da wird es dann wesentlich einfach mit den Medaillons, wobei die NPCs, also Mechanikos und sowohl als auch Claire, an sich ein bisschen schwieriger sind als Pelygos, denn Pelygos hat natürlich mit dem Immunisierungsschild hier schon eine sehr, sehr starke Waffe an der Hand. Gut, das war es soweit mit dem kleinen Achievement Guide. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Sollten noch Fragen oder Anregungen offen sein, dann haut die gerne in die Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.